Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich lesen aus Matthäus 21. Und hier ist ein wunderbarer Text, wie Jesus geantwortet hat den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ja, ich lese. Und als er im Tempel kam, traten sie zu ihm, als er lehrte, die Hohepriester und die Ältesten vom Volk und sprachen: Aus welcher Macht tust du das? Und wer hat dir die Macht gegeben? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch ein Wort fragen. So ihr mir das sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Macht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie von Himmel oder von den Menschen? Da dachten sie bei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie sei vom Himmel gewesen, so wird er zu uns sagen, warum glaubt ihr da nicht? Sagen wir aber, sie sei von Menschen gewesen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten. Denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, aus welcher Macht ich das tue. Wir sehen, welche Weisheit war da. Es waren ein paar Tage, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Es war noch nicht der Punkt, dass sie ihn hier verhaften. Und er wollte jetzt nicht unbedingt antworten. Und er sah, sie haben es auch aus Heuchelei, irgendwie haben sie die Fragen gestellt, um ihn fangen. Und es waren nicht aufrichtige Fragen. Sie haben wirklich nicht wollen wissen, von wo kommt die Macht. Weil Jesus hat die Macht von Gott bekommen. Das hat er schon in anderen Texten auch gesagt. Er könnte durch seine Macht Sünden vergeben, wenn sie zu ihm gekommen wären. Vergib uns Sünden. Und so, Jesus hätte das machen können. Er könnte ihnen den Weg in den Himmel bahnen. Aber sie kommen mit dieser Schalkheit und wollen ihn da irgendwie gefangen nehmen. Und das fragt Jesus auch. Ja, ich will euch auch fragen, wie war das mit Johannes, dem Täufer? War von Menschen, war von Gott? Und dann haben sie gleich gesagt, ja, wenn wir so sagen, dann wird es auch, werden die Leute uns also steinigen oder vielleicht auch etwas, weil die alle glaubten, dass Johannes kam vom Täufer. Wenn wir aber sagen, er war von Gott, dann wird Jesus fragen, warum habt ihr nicht geglaubt ihm? Und sie können nicht Ja sagen oder Nein. Sie können nicht sagen, was in ihren Seelen ist. Die sagen, ja, wir wissen es nicht. Sie haben es gewusst. Sie haben auch eine Einstellung gehabt. Das war nicht Wahrheit, was sie gesagt haben. Und Jesus sagt, dann werde ich ja auch nicht antworten. Und mir ist es so wunderbar, wie Jesus hier spricht. Ich denke, für uns ist auch wichtig, wenn wir jemand was sagen, es muss aufs Überzeugen kommen. Wenn wir morgens beten, Herr Jesus, gib mir heute eine Möglichkeit, dass ich jemand über dein Evangelium sage. Dass ich ein Zeugnis bin für das, was du in meinem Leben getan, dass ich jemandem helfe, wirklich in den Himmel zu kommen. Wenn wir mit solchem Gebet manchmal morgens aufstehen und dann begegnen wir Leuten. Und dann ist es wichtig, wieder zu wissen, aus welchem Grund sage ich etwas jemand. Wird er es annehmen oder nicht? Ja, und da ist es oft auch so wichtig, wenn zum Beispiel du siehst, das ist ein Spötter, der will es nicht hören, der wird es dann also gegen dich das Wort anwenden, dann sagt das Wort Gottes, ja, werft nicht die Perlen vor die Schweine, macht es nicht. Sie zertrampeln es nur und dann gehen sie gegen euch. Und manchmal muss man was sagen. Und das ist so wichtig, dass man jedes Mal sich überlegt. Und manchmal ist besser ausweichen aus der Frage und lieber jetzt nicht so antworten. Und so wie Jesus hier, wirklich, wollen sie es wirklich wissen oder wollen sie ihn nur fangen oder zeigen, du machst Fehler oder irgendwas. Das kann in unserem Leben gerade so passieren. Und wenn wir so sind, wirklich in diesen Gedanken, in unserem Gebet, Herr Jesus, hilf mir jemand das Evangelium so sagen, dass sie es annehmen. Wirklich durch die Worte und sich überlegen, wie und was. Dazu ist uns der Heilige Geist gegeben, der uns lehren wird, der wird zeigen, der wird uns Kraft geben, das Richtige zu sagen in jeder Situation. Und das ist so wichtig. Ich war jetzt vor ein paar Tagen bei einem Augenarzt und ja, da ist auch jemand, eine junge Frau, die macht immer, kontrolliert die Augen, bevor man dann zum Arzt reingeht. Und da ja, ich habe gesehen, die ist irgendwie anders geworden und habe es nicht gleich verstanden, gesagt, ist was etwas passiert mit euch? Dann sagt sie, ja, ich habe bekomme gerade Chemie, ich habe Krebs. Eine junge Frau. Und ja, wir haben immer so freundlich gesprochen miteinander. Und es hat mich wirklich irgendwie schockiert und gesagt, darf ich beten für dich? Dann sagt sie, ja, bete. Und dann habe ich für sie gebetet, wirklich so, wie der Herr mir gab, diese wirklich Worte an ihn, dass er auch hier hilft. Und das ist so wichtig, dass wir dann
Ja, das Gebet kann was bewirken, wenn sie nicht gesund wird, aber es wird werden Gedanken gelenkt, dass Gott kann heilen. Er ist heute noch derselbe wie jenes Mal. Er wird helfen. An anderer Stelle wurde bei mir gebeten, ich soll in die Schule gehen und da ein Wort einlegen für ein Kind, weil da gab es einen Konflikt. Und ich wurde so gebeten, geh doch bitte und sprich mit diesem Rektor der Schule. Und dann habe ich auch für mich gedacht, ja, was kann schon helfen, so ein Wort. Und bevor ich gegangen bin, um dort zu sprechen, bat ich einen lieben Bruder, lege auf mich die Hände, bete für mich, dass wenn ich dorthin gehe, dass ich wirklich deine Worte sage. Es ist für mich schwierig, etwas hier sagen. Und dann gab es wirklich die Möglichkeit, ich kam irgendwo Nachmittag, ich wollte dich telefonisch oder schreiben, habe an die Tür geklopft, die war zu, dann kam noch jemand geklopft und wirklich, der Rektor war da und ich konnte reingehen. Und ich habe ihm dann gesagt, also als Christ bitte ich hier, wenn es möglich ist, zu helfen. Ja, wir sind bereit, also uns entschuldigen oder die Frau, die ist da, warum? Weil es geht um Kinder und ja, Jesus will Frieden. Und das habe ich ihm so das Evangelium kurz gesagt. Und das war mir, ich war so Gott dankbar, dass ich dann doch gegangen bin und konnte hier das Evangelium sagen. Der Herr möchte segnen und helfen auch in dieser Lage. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Aber unsere Sache ist vor Gott immer die Wahrheit sprechen. Amen.